Adi! Nein! Hallo, Monsieur! So, ich wollte euch mal kurz dahinstellen, denn... Wunderbar, das sieht doch gut aus. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und wir haben wieder mal Post bekommen, aber diesmal keine Fanpost. Diesmal haben wir etwas bestellt. Was ist denn hier? Das sieht so anders aus als sonst irgendwie. Das ist das Paket, was angekommen ist. Guckt euch das an. So ein Riesen-Oschi. Der ist so groß, der ist größer wie der Adi. Ja, was war da denn los, ne? Also wir nehmen uns jetzt erstmal eine Schere. Oh, voll in den Kopf. Wir machen das mal kurz hier auf. Genau, Adi. Sei vernünftig. Lass uns hier mal kurz durch. Lass uns hier mal durch. Hast du das gesehen? Da wäre fast die Pfote weg. Wir machen hier hinten noch einen Cut. Jetzt ist das und das auf. Das heißt, wir stellen es wohl jetzt erstmal runter. Auch wenn der Adi wieder irgendwie den... Nein, nicht den Kleber. Oder Adi ist bekloppt, wie immer. So, wir tun das jetzt mal hier hin. Adi, dein Klo muss weg. So. Adis Klo ist weg. Jetzt haben wir es hier stehen. Guckt euch das an, wie groß der ist. Wir machen das jetzt auf. Machen wir hier die Klappe. Wir haben hier die Klappe. Wenn wir das jetzt beides so aufgemacht haben, können wir das noch nach da ziehen. Ja, Adi, was ist denn da los? Adi, ich kann es aber nicht weiter aufmachen. Lauf mal ein Stück nach da. Adi, guck jetzt. Jetzt geht es nach hier auf. Ist das nicht genial? Da hast du was zum Spielen. Vor allem ist da einfach überall Stroh drin. Toll. Das heißt, es gibt eine richtig dicke Sauerei. Jetzt machen wir es wieder an der Seite auf. Jetzt machen wir es gleich an der Seite auf. Tun das mal alles hier hinten rein. Ja, es riecht auf jeden Fall alles nach Stroh. Richtig strohig. Adi beginnt schon hier das Stroh zu essen. Was da drin ist, wollen wir euch jetzt mal zeigen. Dafür stellen wir euch aber wieder hier hoch und nehmen Stück für Stück alles raus. Wir haben hier nämlich ein... Das geht nicht. Adi, hüpf. Adi, da wirst du jetzt nicht da drauf pingeln, oder? Hat Adi jetzt ins Stroh gemacht? Ich weiß es nicht. Wir haben hier auf jeden Fall, jetzt habe ich nur noch eine Hand, das wollte ich ja vermeiden. Okay, Zettel braucht man nicht, tu mal rüber. Was haben wir hier? Wir müssen das nach und nach mal raustun. All das sind das Oschis. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das sind so kleine Gläschen einfach. Das ist ja richtig groß und brutal. Wir haben hier nämlich einmal Cheddar Bacon Popcorn. Popcorn mit Cheddar Bacon Geschmack. Von Karls. Alles, was ihr hier seht, ist von Karls. Wir müssen das jetzt nur mal... Ich habe keine Ahnung. Wir machen es einfach so. Wir haben jetzt einmal hier Cheddar Bacon Popcorn von Karls. Ja, wir stellen das mal hier runter. Wir haben hier einfach gut gemacht Popcorn. Guckt ihr den an. Wir haben hier Karls Schokolade Schokobub. Mit dunkler Schokomatsche bekleckert, also Schokoladenpopcorn von Karls. Packen wir auch mal hier rüber. Wir haben hier hinten raus. Ach du meine Fresse, eine Sauerei. Wir haben Schuhcreme. Genial. Popcorn mit Sour Cream. Schuhcreme-Geschmack ist auch am Start. Dann findet ihr die ganze Zeit nichts, dann findet ihr hier aber... Toll, das ist ein Witz. Hausgemachte Karls Chips. Sour Cream, also Schuhcreme. Da habe ich gedacht, das ist so ein richtiger Beutel, wie es immer bei Tortilla Chips oder irgendwas gibt. Dabei ist das so eine kleine abgeranzte Tüte, also... Da hätte ich jetzt mehr erwartet und da hätte ich weniger erwartet. Aber gut, ein was weniger, der Rest ist auf jeden Fall mehr. Das gleicht sich aus. Müssen wir aber mal hier reingucken. Hier sind noch so viele andere Sachen.
Ich glaube, ich brauche wirklich mal meine Hand. Ich muss euch jetzt hier hinstellen, es geht nicht anders. Ich hätte euch das gern gezeigt, ich fand das schön, wenn man das alles aus dem Stroh raustut. Wir haben hier noch was eingepackt. Überall fliegt das Zeug rum. Und das ist, nachdem wir es ausrollen, einmal Hafenschnack Rumtraum. Ja? Hafenschnack Rumtraum einfach gut gemacht. Das müsste Fruchtaufstrich mit Rumgeschmack sein. Rumschnack, Alter. Schön frühesten Rumsnack, Rumschnack zum Frühstück gegönnt. Dann habt ihr hier als nächstes eine Erdbeermarzipankerze für Pupsi, weil Pupsi mag Kerzen und deswegen kriegt sie jetzt hier eine Erdbeermarzipankerze. Oh, riecht ihr das? Riecht mal daran, schön im Einwegglas hier, Einmachglas, schön mit Decke oben bei. Adi, wir müssen dich jetzt hier wieder rausziehen. Das tun wir wieder hier rüber. Adi ist hingefallen. Guckt, er hat die Kontrolle verloren über sein Leben. Ach, Adi, wie sollen wir es denn auch machen? Moment, wir knicken das mal hier runter. Das machen wir mal hier drüben in der Hoffnung, dass das auch bleibt. Was haben wir hier? Hier ist noch was Kleines. Wir nehmen uns mal das Kleine, tun das hier raus und haben Erdbeer-Chili-Senf. Das ist auf jeden Fall auch genial. Erdbeer-Chili-Senf werden wir demnächst auch mal testen. Also wir packen jetzt, wie gesagt, erstmal nur alles aus. Erdbeer-Chili-Senf, hier seht ihr nochmal die Kerze, ne? Kerze mit Erdbeer-Marzipan. Und hier haben wir nochmal den Hafenschnack Rumtraum. Packen wir auch da weg. Nehmen wir hier hinten das Kleine. Zwirbeln da mal ein bisschen rum. Und haben Erdbeer-Handcreme. Ihr seht, der Erdbeerhof von Karls. Das ist das weiße Erdbeer, wohin das Auge reicht. Hier haben wir noch was. Und zwar wieder eine Kerze, eine Bratapfelkerze. Die möchten wir auch kurz mal aufmachen. Stellen wir euch mal kurz hier ab, machen das mal so auf, riechen mal kurz rein. Ja, ist auf jeden Fall heftiger Geruch am Start. Also wenn Pupsi sich da nicht freut, weiß ich auch nicht. Jetzt tut mich hier das. Ach du Scheiße. Man müsste jetzt theoretisch das ganze Stroh hier raus tun, damit man an die nächste Schicht kommt. Oder man macht es einfach so und guckt, ob man hier noch was rauskriegt. Hier haben wir nochmal Popcorn. Karls Ostseesalz, Ostseedirn mit einer salzig-süßen frischen Brise. Die werde ich alle bei Ramses Kitchen mal testen. Wie gesagt, das war einfach Schuhcreme. Das kennt man ja, muss man nichts zu sagen. Das war einfach Cheddar Bacon, muss man nichts zu sagen. Kennt man ja. Dunkle Schokomatsche, kennt man ja. Aber wir haben noch mehr. Wir haben hier das nächste. Guckt euch das an. Grün. Karls Raupis. Raupi. Guck mal, Raupi. Raupis grüner Apfel Popcorn. Grünes Apfelpopcorn von Raupi. Steht hier oben auch nochmal. Raupis grüner Apfel. Kommt auch mit hier rüber. Wir haben das nächste Glas. Wieder Popcorn. Karls Butterkaramell Schlemmergöre. Mit wilder Tahiti-Vanille verschmolzen. Ihr seht, mir haben die Gläser so gut gefallen und eigentlich bin ich kein großer Popcorn-Fan. Ich wollte aber das trotzdem mal alles probieren. Sie gucken, dass hier nichts untergeht. Ey, das gibt so eine Sauerei. Das glaubt ihr nicht. Und darunter ist noch eine Fuhre. Ach du. Meine Güte. Wir müssen mal die Pappe hier rausnehmen und das mal darüber schmeißen. Ja, die weiß schon gar nicht mehr, was abgeht. Die Wanne sieht aus. Bestellt nie bei Karls. Wenn ich das sehe, habe ich es jetzt schon bereut. Wir haben wieder Popcorn. Monster Popcorn. Monstermäßige Blaubeere. Okay. Packen wir auch wieder daneben. Wir haben das nächste.
Ja, bin Karls Osterpopcorn, Waldfrucht. Guckt euch das an. Osterpopcorn, Waldfrucht. Am besten alles zulassen, gar nicht probieren, in den Schrank stellen. Sieht immer gut aus. Karls Erdbeeren, Erdbeerheld. Heiße gerupft. Heiß gepufft mit Karls Erdbeeren und Mandeln. Okay, ich kann es schon nicht mehr lesen. Wieder Popcorn. Wir greifen nochmal rein. Ah, die ist auch wieder da. Wir haben nochmal hier einen Boden, den wir rausnehmen können, um noch mehr Sauerei zu machen. Und was finden wir hier unten? Nämlich was Kleines. Ah, wir haben eine Karls Zitronenbrause. Stellen wir uns auch wieder hier rüber. Wir wühlen weiter rum. Wir finden hier nochmal was Eingepacktes. So, einmal weg. Karls Erdbeerbrause in der Glasflasche. Das war auch für Pupsi. Adi, hör auf! Adi greift meinen Fuß an. Dann haben wir hier. Es will gar nicht raus. Wir haben Karls Wasser mit. Also sicherlich mit Kohlensäure. Ihr seht auch, wie staubig das alles ist. Eieiei. Wir wühlen uns einfach weiter durch die Kiste. Würdet ihr in diesen Haufen greifen, wenn ihr nicht wüsstet, dass das von Karls geschickt wurde, ja? Dann haben wir Karls Erdbeer-Cola. Das ist also was ganz Besonderes. Erdbeer-Cola von Karls. Das müssen wir mal wieder hinstellen. Ah, die wirft nämlich alles um. Ich kann nicht mehr. Es gibt gleich keine Luft mehr. Wir haben hier noch einen Boden. Den müssen wir noch rausmachen. Wir müssen von der anderen Seite nochmal her. Wir müssen nochmal schauen. So, da habe ich wieder was. Karls Apfel. Schorle. Der Adi fängt schon an mit der Erdbeerhandcreme zu spielen. Adi, nein! So. Dann haben wir. Da habe ich noch was. Karls Orangenbrause. Ihr seht, ihr macht euch wirklich schön. Weiß nicht, ob immer noch was drin ist. Normalerweise ja, es fehlt noch. Hier habe ich noch was. Nochmal verpackt. So, das wieder hier rüber. Und hier noch eine Erdbeerbrause von Karls. Haben wir denn jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine Flasche fehlt noch mindestens. Wenn wir die noch finden, könnte es alles sein. Kann aber sein, dass da auch insgesamt noch mehr ist. Wir haben natürlich jetzt die Flasche gefunden. Karls Erdbeerwasser haben wir auch noch da. Aber wir geben nicht auf. Wir greifen noch mal rein, was wir hier noch haben. Ja, okay, das ist nichts. Noch mal Auftauchgang. Komplett durch. Da ist, glaube ich, jetzt wirklich nichts mehr. Und hier dürfte auch nichts mehr sein. Ich stelle euch mal kurz dahin. So, ich glaube, wir sind fertig. Der Adi freut sich bestimmt. Adi, willst du mal in den Haufen? Komm, Adi, wir machen mal extra für dich. Machen wir mal das Häufchen zurecht. So, sieht man das jetzt? Da ist der Haufen. Jetzt brauche ich noch einen Adi. Adi! Adi, Schatz! Komm mal her! Komm mal her!
Weil du weißt, was Zipfel wird, oder? Jetzt haben wir eine. Und jetzt. Ratsch. Da ist er. Und guck wie ein Auto. Nur nicht so schnell. Ja, das ist alles, glaube ich, jetzt aus Karls komischem Paket. Ihr seht, wie der Boden aussieht. Hier fliegt überall das Zeug rum. Also Adi freut sich, er hat was zu spielen. Den kann ich da ein bisschen drin rumpirschen lassen. Er rutscht ab. Ich sehe auch aus, hier hängt überall das Zeug rum. Die Wanne sieht aus, alles sieht aus. Ich glaube, das muss ich Pupsi gleich mal zeigen, was da abging. Gucken, was sie dann dazu sagt. Eigentlich war der ursprüngliche Plan ja auch, wir wollten Erdbeerbratwürste bestellen, ja. Erdbeerbratwürste, jetzt wo das mit dem Grillen wieder losgeht alles, wollten wir Erdbeerbratwürste bestellen. Und vielleicht Küstenlümmel oder irgendwas. Sind auch so Salami, Snacks, Sticks. Hiervon gab es noch eine andere Tüte, die waren aber ausverkauft, gab es nicht mehr, war nicht mehr lieferbar. Jetzt finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm, dass es die nicht gab, weil ich trotzdem enttäuscht bin, dass das nur so eine kleine ranzige Tüte ist. Genau, Adi, esst du schon mal die Tüte auf. Also wie gesagt, habt ihr schon mal bei Karls bestellt? Kennt ihr Karls? Schreibt es mir in die Kommentare. Grüße an die Joelle. Durch die kenne ich das eigentlich nur. Die hat mir ja mal, als sie mit dem Thomas da war, ein Erdbeerbrötchen vorbeigebracht. Und dann haben wir das probiert. Erdbeerbrötchen. Wenn ihr auch schon mal Erdbeerbrötchen probiert habt, genau, schreibt's rein. Wenn ihr Karls kennt, schreibt's rein. Wenn ihr eine Box voll Stroh gewinnen wollt, schreibt's rein. Keine Ahnung, was man damit macht. Vielleicht sollte ich es einfach in den Hinterhof stellen, anzünden, wegrennen. Schreibt's rein. Ansonsten ersticke ich fast hier, weil einfach alles total staubig ist. Also die haben es auf jeden Fall drauf mit ihrem Verpacken. Ist sicher angekommen. Der Nächste, der bei mir was bestellt, egal was es ist, eine CD oder so, tue ich da rein und schicke das dann weg in diesem Paket. Adi ist gespannt. Adi guckt schon. Adi wartet schon, dass Pupsi gleich reinkommt. Hier sieht's aus. Hier sieht's aus. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.